Papa hier? Nein. Herr Hauberer, die nächsten 24 Stunden führen Sie bitte über all Ihre Tätigkeiten genauestens Buch. Ja. Ich komme dann vorbei und hol mir das Gerät ab, um das EKG auszuwerten. Ja. Wenn Sie mir erlauben würden, wieder zu arbeiten, wäre ich viel schneller gesund, glauben Sie mir. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Wenn ich das EKG, wenn ich das EKG ausgewertet habe, dann kann ich Ihnen genau sagen, ob unsere Behandlung Erfolg hatte. Ja. Ja, bitte, herein. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich komme später nochmal. Nein, nein, bleiben Sie nur. Kann ich Sie gleich mit unserem Doktor bekannt machen. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Gruber. Pfarrer Markus Gruber vertritt mich, solange ich krank bin. Da ist meine Gemeinde sicher in guten Händen. Leider sieht man den Herrn Doktor so selten in der Kirche. Was haben Sie denn auf dem Herzen, Markus? Ich wollte fragen, ob Dienstagnachmittag der Pfarrsaal frei ist. Ich möchte gerne mit der Kommunionsgruppe hinein. Auswendig weiß ich das nicht genau, aber wir können ja mal nachschauen. Ja, also, im Hotel Alpenblick, ich meine, da könnte ich schon mal nachfragen. Liebsten wäre mir eine Ferienwohnung. Vielleicht sind Tiere in der Nähe. Moment. Hilde! Ja? Kommst du mal, bitteschön. Ja? Sag mal, hast du noch was frei? Ja, schon. Weißt, ich glaube, deine Ferienwohnung, die wäre genau das, was die zwei brauchen. Ja, fein. Dann kommt's mal vorbei. Schaut es euch einmal an. Vielleicht gefällt es euch bei mir. Da bin ich mir ganz sicher. Na, wo kommt ihr denn her? Die Mama und ich, wir wollten dich überraschen. Das war keine gute Idee von dir, Anna, so einfach hier aufzutauchen. Ein bisschen freuen könntest du dich eigentlich schon. Anstatt mir nur Vorwürfe zu machen. Ich freue mich, ja. Aber du hättest wenigstens Bescheid geben können. Dann hättest du doch ganz sicher Nein gesagt. Ich habe auch nicht vor, ewig zu bleiben. Und offiziell bist du der Bruder, der im Pfarrhaus wohnt. Also wozu die Aufregung? Das hier ist ein kleines Dorf, Anna. Da kriegen die Leute viel eher was mit als in der Stadt, wo sich keiner um den anderen kümmert. Ich wollte dich einfach sehen. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Wenn du unbedingt darauf bestehst, dann reisen wir morgen eben wieder ab. Nein. So warst du nicht gemeint. Ich freue mich doch auch, dich zu sehen. Darf ich vorstellen, meine Schwester Anna Steiner, ihr Sohn Lukas. Hallo. Lisa Brunner, meine Freundin. Hallo. 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 Herr Gruber ist die Vertretung vom Pfarrer Hauberer. Ach so, ja. Hallo. Karten? Gerne, bitte. Danke. Darf ich Ihnen gleich was zum Trinken bringen? Eine Limo. Ja. Und gleich. Und wir schauen erst mal. Die beiden machen ein paar Tage Urlaub hier. Ich hoffe, wir stören nicht. Nein, nein. Wir reden gerade darüber, was wir in unserem nächsten Urlaub machen wollen. Der Justus, ich will nach Schottland. Ja. Und mich zieht's ans Meer, in die Sonne. Hm. Wohin, wenn man fragen darf? Griechenland, sag ihm das. Waren Sie schon mal da? Nein.
Wir waren ein einziges Mal in Griechenland. Das Skopelos. Ja, genau. Ja. Es ist herrlich dort. Überall duftet es nach Lavendel und Rosmarin. Das war kurz, nachdem Anna ihre Lehramtsprüfung gemacht hatte. Mhm. Haben Sie schon gewählt? Oh, nein. Leider. Kommen wir später. Ja, bitte. Wir wollten ja ursprünglich nach Skiathos, aber das war schrecklich. Ah, ja, das überlaufen. Ja, da sind wir gleich wieder geflüchtet. Ich war da mal, währenddessen ich noch studiert habe. Da war damals schon eine Disco neben der anderen. Leider machen Sie damit alles kaputt. Tja, das ist hier nicht anders. Na komm, komm, komm. Hier in Sonnenstein ist es halbwegs erträglich. Mit Skopelos hatten wir richtig Glück. Kannst du dich noch an die Taverne am Meer erinnern? Das Essen dort. Und der Wein auch. Herrlich. Wir wären am liebsten länger geblieben. Was hast du, Anna? Ist dir schlecht? Wir fahren zu mir in die Praxis. Versuchen Sie auch. Was? Komm. Bringen Sie sie zum Beispiel. Ja. Müsst du dich um den Mann? Ja. Komm mit. Komm, der Herr Doktor hilft deiner Mama. Du musst nicht bei ihm kommen. Haben Sie öfter Kopfschmerzen über dem rechten Auge? Ja. Warum? Das sind häufige Symptome bei Gallenleiden. Ja. Ist so, wie ich vermutet habe. Sie haben Gallensteine. Sie können sich dann anziehen. Die Kolik ist dadurch entstanden, dass sich ein Stein in den Gallenwegen eingezwängt hat. Dadurch kommt es dann in Folge zu Krämpfen und die Galle kann sich nicht mehr entleeren. Wehleidig. Ja, diese Schmerzen gehören zu den schlimmsten. Und was kann man dagegen tun? Ich kann da im Augenblick leider nicht sehr viel für Sie tun. Sie müssen alles vermeiden, was die Galle weiterhin reizt. Da gebe ich Ihnen noch eine Liste mit. Aber auf jeden Fall sollten Sie die Steine so schnell wie möglich entfernen lassen. Muss ich operiert werden? Nein, 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 das ist nicht mehr nötig. Da gibt es andere Möglichkeiten. Zum Beispiel die sogenannte extrakorporale Stoßwellentherapie. Da werden die Steine mit Schallwellen pulverisiert und dadurch können sie leichter abfließen. Wir haben das an der Uniklinik in Innsbruck angewandt. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen da einen Termin. Lieber nicht. Wenn es unbedingt sein muss, dann möchte ich das gerne schon zu Hause machen lassen. Ja, wie Sie meinen. Ja, allein schon wegen Lukas. Hier habe ich ja niemanden, der sich um ihn kümmert. Aber Sie sollten nicht zu lange damit warten. Guten Abend. Ja, grüß Gott, Herr Konrad. Ich war gerade am Heimweg. Da habe ich Licht in der Praxis gesehen. Abend. Ja, ich finde das wirklich wunderbar, dass der Doktor jetzt sogar in der Nacht praktiziert. Der praktiziert nicht, der hat einen Notfall. Ja, bitteschön, ich bin auch ein Notfall. Ach so, was fehlt Ihnen denn? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber jedenfalls, das mit der Nachtpraxis ist eine großartige Idee. Endlich hat der Herr Doktor so viel Zeit, dass er sich auch mit den schwierigsten Krankheiten befassen kann. Bitte schön, ich habe hier einen schwarzen Nagel. Es kommt sicher. Hat eine Amalgam von unten drinnen. Das ist eine Vergiftung. Geht direkt aufs Herz. Ich gebe Ihnen noch ein Medikament mit. Sie sollten jede Aufregung vermeiden. Aber Sie machen ja Ferien. Dürfte das nicht zu schwer fallen. Danke. Kannst du mir eine Tiergeschichte vorlesen? Ach, du kannst auch selber lesen.
Aber meine Mama liest mir auch immer vor. Ich mag das. Na, frag doch den Papa. Sie sind doch der Papa, nicht? Anna. Julia, das darfst du jetzt festhalten. Ganz vorsichtig. Christel? Sehr gut. Du warst sehr, sehr tapfer. Na komm, ich mach dir noch einen ganz schicken Verband, ja? Und das nächste Mal fährst du nicht mehr so wild. Mhm, versprochen. Hoffen wir's. Ja, das ist ja Gott sei Dank nicht mehr passiert. Gott sei Dank sind wir ja versichert. Ach, was ich Sie noch fragen wollte, Herr Doktor. Ja, bitte, Frau Birchner. Okay. Tja, es ist, tja, wie soll ich sagen, es ist schon ein bisschen heikel. Ja, sagen Sie es ruhig. Naja, es ist wegen meinem Auto, wissen Sie, die Lenkung, die geht nicht mehr richtig. Und heute ist doch Samstag und da erwische ich doch keiner mehr in der Werkstatt. Muss halt der Pankratz das Auto abschleppen. Und das geht's ja gerade. Wie? Mein, der Pankratz, der war doch immer gegen das Auto, gell? Und wenn ich ihm jetzt von dem Malheur erzähle, dann ist das doch der größte Triumph für ihn. Das kann man dann monatelang anhören. Und darum wäre es mir halt am liebsten, wenn er gar nichts davon erfahren hätte. Ganz verbergen werden Sie es vor ihm nicht können. Ist doch besser, wenn Sie es ihm gleich sagen. Ich habe gedacht, dass Sie mein Freund sind. Ja, aber auch der von Pankratz. Mit Neutralität ist mir überhaupt nicht geholfen. Landwirtschaft. Ich will das bisschen einkaufen. Aha, grüß dich, Pankratz. Mei, du kannst dir nicht vorstellen, was los war. Ganz Sonnenstein war heute unterwegs, gerade wie wenn es was umsonst geben tät. Dein Stinkkübel habe ich gar nicht gehört. Ach ja, das Auto. Ja, du, das ist in der Werkstatt. Oma, darf ich raus? Aber pass auf dich auf, Weiberl, gell? Mhm. In der Werkstatt? Was hat's denn? Thank you.
du. Ja, reinpassen. Stunde beginnt die Abendmesse, Anna. Da hast du doch noch genügend Zeit. Was ist, wenn Lukas aufkommt? Ach, der ist viel zu beschäftigt mit seinen Ponys. Zu Beginn dieser Messfeier wollen wir uns besinnen und das Erbarmen des Herrn auf uns herabrufen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und von nun an ist es nicht mehr wichtig, ob jemand verheiratet ist und Kinder hat. Oder ob jemand versucht, ehelos zu leben. Wer versucht, sich auf den göttlichen Grundton, auf die Lehre Jesu einzustimmen, der braucht nur noch, wie ein Instrument, seine persönliche Eigenheit, den unverkennbaren Klang seines Lebens zu erkunden. Und unsere Aufgabe ist es nicht zu richten oder zu verurteilen, sondern gegenseitig dafür zu beten, dass jeder Mensch seinen eigentlichen Lebensweg findet. Wiederschauen. Wiederschauen. Grüß Gott. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Pfarrer. Wiedersehen, junge Dame. Wir möchten uns ganz herzlich für die Predigt bedanken, Herr Pfarrer. Gern. Solche Worte hört man selten. Danke. Entschuldigen Sie vielmals, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe, gell? Ist schon recht. Keine Ursache, Herr. Konrad ist mein Name, Konrad. Ja. Onkel Markus! Sie entschuldigen mich bitte. Ich habe den Herrn Pfarrer für den Vater vom kleinen Lukas gehalten. Dabei ist es der Onkel. Es ist so ein schöner Abend. Hast du Lust mitzukommen? Ja. Ja, ich ziehe mich nachher schon. Thank you.
Sie sehen, geht es Anna wieder gut. Sie muss trotzdem aufpassen. Ja, aber sie fühlt sich wieder wohl. Sprechen Sie mit ihr. Sie soll einen Facharzt aufsuchen. Danke, ja, ich rede mit ihr. Entschuldigen Sie, wenn ich neugierig erscheine, aber Ihre Schwester macht einen, wie soll ich sagen, einen etwas belasteten Eindruck. Sie hat diesbezüglich nichts gesagt. Ich komme schon. Aber ich werde mit ihr reden. Gut. Ja. Gut. Darauf. Einen schönen Abend noch. Bis dann. Bitte schön. Bitte, Herr Pfarrer. Danke. Also, sobald ich das EKG ausgewertet habe, melde ich mich bei Ihnen, ja? Ja. Macht sich ganz gut, der Herr Amtsbruder. Finden Sie nicht? Soweit ich das beurteilen kann. Gott allein könnte eine Antwort darauf geben, wie es Ihrer Frau in diesem anderen Leben jetzt geht. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mit einer Frau gesprochen, die nach einem Unfall klinisch tot war. Die Ärzte hatten sie schon aufgegeben. Und sie hat mir erzählt, was sie in diesen Momenten erlebt hat. Sie hat gemeint, es war wunderschön. Sie war von Glück erfüllt. Als sie die Ärzte dann zurückholten ins Leben, in unser Leben, da war sie fast enttäuscht. Warte, ich hole dir gleich eine neue. Hallo. Anna. Lukas, Hilde soll den Doktor rufen. Rasch. Liebes. Wir müssen miteinander reden, Markus. Es kann so nicht weitergehen. Du musst dich... Ich weiß, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Du musst dich entscheiden, Markus. Für mich und unser Kind oder für deine Kirche. Markus, ich kann einfach nicht mehr. Der Doktor wird gleich da sein. Ich habe jahrelang die Verantwortung für Lukas alleine getragen. All die Jahre bin ich alleine gewesen. Ich habe meine Liebe zu dir immer verstecken müssen. Aber es war doch für uns beide von Anfang an klar, dass es nie anders sein kann, Anna. Nein. Von Anfang an nicht. Ich habe geglaubt, ich verliebe mich in einen Studenten. Ich hatte doch keine Ahnung, dass du bereits Priester warst. Ja, ja, ich weiß. Aber ich habe dich nicht lange in dem Glauben gelassen. Ja. Als du dir sicher warst, dass ich dich nicht mehr so schnell verlassen würde, ja. Ich brauche eine Entscheidung, Markus. Ich will nicht den Rest meines Lebens einen Mann mit der Kirche teilen müssen. Wenn du nicht katholisch wärst, sondern evangelisch, dann würde es dieses Problem noch gar nicht geben. Aber ich bin nun mal katholischer Priester. Was soll ich machen? Ich liebe meinen Beruf. Das ist nicht nur einfach ein Job. Du machst es dir bequem, Markus. Du willst beides. So wie ein Mann, der zu Hause eine Ehefrau sitzen hat. Heimlich eine Geliebte, die auf ihn wartet. Dr. Hallstein, das ging ja schnell. Ja, ich habe mich gleich auf den Weg gemacht. Wo ist sie? Bitte. Grüß Gott.
meinen Arm frei machen. Und du meinst, das Kind ist von ihm? Von dem Pfarrer? Ja, ich nehme an. Kein Wunder, dass die Frau Magengeschwüre bekommt. Gallensteine, Lisa, Gallensteine. Von mir aus Galle, aber die würde mir auch übergehen. Wie kann man sowas aushalten? Nee, wenn er sich nicht entscheiden kann, da würde ich gehen. Sie trägt eben den Konflikt über die Krankheit aus. Dann rede du mit ihr. Nein, komm, da kann ich mich nicht einmischen. Ich finde, du hast die Pflicht, dich einzumischen. Du bist für ihre Gesundheit zuständig. Ja, aber ich bin nicht der Psychologe dieser Frau. Ich kann auf sie einwirken. Aber ob sie es tut oder nicht tut, das ist dann ihre Sache. Diese Heimlichtuerei die ganzen Jahre. Die Frau ist mit dem Mann zusammen, sie hat ein Kind mit ihm und er muss sie in der Öffentlichkeit verleugnen und darf nicht zu ihr stehen. Nee, das geht nicht. Komm her. Die Landschaft hier ist wirklich wunderschön. Mhm. Fast wäre man versucht, alle Sorgen zu vergessen. Sind Sie eigentlich schon lange in Sonnenstein? Ja, das sind jetzt bald 37 Jahre. Wie die Zeit vergeht. Ich kann mich genau an den Tag erinnern, wo ich seinerzeit von der Stadt hierher versetzt wurde. Ich dachte, ich werde mich nie an das Landleben gewöhnen. Wie wenig man sich doch selber kennt. Ich war jung und eigenwillig. Aber Gott stellt einen immer an den richtigen Ort. Das habe ich mittlerweile gelernt. Darf ich Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen? Nur zu. Mich würde interessieren, ob Sie jemals vor der Entscheidung gestanden sind, selber eine Familie gründen zu wollen. Das interessiert Sie? Ja. Ja. Ich selber habe nie daran gedacht. Aber ich kenne den einen oder anderen Kollegen, der heimlich mit einer Frau zusammenlebt und sogar Kinder hat. Die Kirche schweigt dazu, solange sich ihre Priester nicht öffentlich dazu bekennen. Aber das ist doch eine doppelte Moral. Natürlich. Was bleibt dir anderes übrig? Es gibt viele junge Priester, die sich die Aufhebung des Zölibats wünschen. Kennen Sie jemanden, der vor einem solchen Problem steht? Ja. Ich. Anna. Lukas ist unser Sohn. Die Hand machen wir auch richtig bunt. Das sieht aber ganz lustig aus. Ja. Ach, guck mal, wir nehmen das Blaue noch. Das ist auch schön. Ja, herein. Grüß Gott. Ach, Herr Doktor, das ist sehr schön, dass Sie vorbeischauen. Grüß Gott. Grüß Gott. Und Lukas. Hallo. Ja, nehmen Sie doch Platz. Gerne, danke. Mama, ich gehe zu Onkel Markus. Ja, ja, ist gut. Kann ich ihm vielleicht irgendwas anbieten? Tee oder Kaffee? Das ist lieb, ja. Danke. Kaffee schwarz ohne Zucker, bitte. Ja, gut. Warum sind Sie eigentlich Priester geworden? Ich bin gerne mit Menschen zusammen. Die Arbeit mit ihnen macht mir Freude. Ich glaube, es ist gerade in unserer Zeit so wichtig, ihnen Kraft und Glauben zu geben. Einen Zusammenhalt. Und war das der einzige Grund? Es hat mich schon immer das Spannungsfeld zwischen dem einzelnen Schicksal und der göttlichen Allmacht beschäftigt. Viele Menschen sehen doch heute nur noch ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Nöte und Wünsche. Gerade wir Theologen haben doch die Möglichkeit, ihnen diese persönliche kleine Welt im Verhältnis zum Ganzen, zur Schöpfung Gottes nahezubringen. Wenn wir sie lehren, Gott zu vertrauen, dann werden sie auch diesen irdischen Weg leichter gehen. Vertrauen Sie auf Gott, aber entscheiden müssen Sie selbst. Wenn Sie sich für Ihren Priesterberuf entschieden haben, dann müssen Sie sich von Anna und Ihrem Sohn Lukas lösen. Bald. Sie gefallen mir heute schon viel besser. Hat sich die Galle nicht mehr gerührt?
Nein. Und in der Nacht hatten Sie keine Beschwerden? Nein. Ich habe wunderbar geschlafen. Ja, das ist ja gut. Ja, ich muss Ihnen trotzdem raten, sobald Sie zu Hause sind, so schnell wie möglich zum Spezialisten. Das mache ich ganz bestimmt, Herr Doktor. Da können Sie ganz beruhigt sein. Danke. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe gestern ohne Absicht und mehr zufällig Ihr Gespräch mitgehört. Ja. Vielleicht ist es ganz gut so. Wenn es offiziell werden würde, dann wäre Markus vielleicht gezwungen, sich zu entscheiden. Und Markus ist? Ja. Markus ist der Vater von Lukas. Im Glauben, dass sein Vater bei einem Badeunfall am Meer ertrunken ist. Ich habe all diese Lügen und Heimlichkeiten so satt. Schau, Lukas. Jetzt könnt ihr wieder gemeinsam reiten, Julia und du, wa? Hallo. Hallo. Grüß Gott. Grüß dich, Karl. Hallo, setz mal sie auf. Komm. So. Prima. Ich setz dich bei der Ding. So. Gott, der Pfarrer. Grüß dich Gott, Herr Dr. Obermeier. So. Grüß dich. Wie geht's Ihrer Schwester? Ich habe kürzlich ein bisschen vom Pech verfolgt. Ausgerechnet im Urlaub. Leider, ja. Das kann man wohl sagen. Aber dank der Hilfe vom Dr. Hallstein geht es ihr schon wieder einigermaßen. Was meinen Sie? Ist das nicht wirklich eine Schande, dass so eine schöne junge Frau mit einem Prachtbuben keinen Mann hat? Das haben wir von der sogenannten Single-Gesellschaft. Jeder will alles haben, sofort. Jeder will nur konsumieren, keine Verantwortung auf sich nehmen. Das ist wirklich ein Jammer. Da kann man wirklich die Kinder nicht mehr beneiden, was ihnen ins Haus steht. Du glaubst nicht, wie gut Lukas reitet. Anna! Ich habe noch einmal über alles nachgedacht, Markus. Es kann so nicht weitergehen. 8 Jahre sind eine lange Zeit. Und ich werde nicht jünger. Ich möchte endlich ein ganz normales Leben führen. Ich möchte wissen, zu wem ich gehöre. Aber das weißt du doch. Du weißt doch, dass ich immer für dich da sein werde. Aber wie? Ich möchte jemanden an meiner Seite, von dem ich in aller Öffentlichkeit sagen kann, das ist mein Mann. Ich brauche eine Entscheidung, Markus. Anna, ich... Ich muss jetzt in die Kirche. Thank you.
Grüß Gott. Herr Doktor. Grüß Sie. Na, wie geht's mir? Ihr EKG ist sehr gut. Aha. Ihre Herztöne sind sehr schön und bis auf eine kleine Dyskardie ist alles wieder in Ordnung. Ja. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Dann kann ich also endlich wieder arbeiten. Na ja. Sie sollten sich schon noch ein bisschen schonen. Sie haben doch einen sehr tüchtigen Vertreter. Ja, er ist ein ganz außerordentlicher Priester. Der Bruder Markus. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich glaube, dass es nur nicht immer so einfach ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich weiß, wie schmerzlich Entscheidungen sein können. Glauben Sie nicht auch, Herr Doktor, dass Gott für einige von uns eine Prüfung bereithält, weil er etwas ganz Besonderes mit uns vorhat? Ich glaube, jeder sollte die Möglichkeit haben, sich für die Freiheit zu entscheiden, wenn er bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Aber der Sinn des Lebens besteht auch darin, den Menschen und Gott zu dienen. Darin sind sich Arzt und Priester eigentlich ziemlich ähnlich. Meine Tätigkeit bezieht sich eher auf das Diesseits. Ich finde, weit wichtiger als eine bestimmte Lebensform ist doch die gelebte Liebe. Ich bin davon überzeugt, dass jeder ein Recht darauf hat, glücklich zu sein. Auch ein Priester. Selbstverständlich bezahle ich das. Hallstein? Ja? Und wann? Ja gut, ich komme gleich. Ja, ich bin sofort unterwegs, ja.
Ding bitte an, Markus. Ja. Wissen Sie denn ungefähr, in welche Richtung sie gefahren sein könnte? Vielleicht zur Autobahn. Vielleicht will sie nach Hause. In welchem Zustand war sie? Wir hatten eine Missstimmung, eine Auseinandersetzung. Ich musste dann wieder in die Kirche. Mein Gott, was ist, wenn sie jetzt wieder so eine Kohle kriegt? Sie hat einen Buben im Auto. Ich habe Angst um sie. Ein Leben ohne Anna, das kann ich mir nicht vorstellen. Nach Hause. Ich will zu Onkel Markus zurück. Lukas, hör endlich auf damit. Komm, Lukas, Mama hat's nicht so gemeint. Rettungsdienst und Polizei haben schon gerufen. Alles gut, Lukas. Komm weg. Komm weg hier. Komm. Wir müssen die Angehörigen des Buben verständigen. Wir müssen die Angehörigen des Buben verständigen. Lukas. Vater.
großen Sat.1-Film Der dreckige Tod. Ein packender Thriller mit Heiner Lauterbach in der Hauptrolle. Er spielt einen LKW-Fahrer, der dringend Geld benötigt und sich darum auf einen mörderischen Deal einlässt. Zu spät merkt er, dass Plutonium seine tödliche Fracht ist. Den Tod vor Augen sucht er nach den Hintermännern dieses schmutzigen Geschäfts. Der dreckige Tod, morgen Abend. Richtiges Kopfzerbrechen bereitet Kommissar Wolf der Mord an einem Obdachlosen. Sehen Sie Eiskalt aus der Reihe Wolfs Revier.